Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Survival Franken Bushcast. In unserer ersten Folge hatten wir das Thema Paracord. Da hatte ich auch unter anderem einige Armbänder gezeigt und der Miro hat gefragt, wie eben das eine Armband geht. Das war das dritte und das war eine keltische Flechtung. Dieses Armband möchten wir heute natürlich mit euch zusammen machen und dann gibt es auf jeden Fall auch mal andere Sachen. Nicht, dass ihr denkt, es kommt nur Paracord. Ja, um dieses Armband zu machen, benötigt ihr drei Stückchen Paracord. Die können in der gleichen Farbe sein, aber am schönsten ist es natürlich, wenn sie in unterschiedlichen Farben zusammen kombiniert werden. Ich habe etwa von jeder Farbe 1,5 Meter Paracord. Das ist sehr großzügig, also es wird wahrscheinlich auch mit 1,20 Meter bis 1,10 Meter, je nachdem wie groß euer Handgelenk ist, ausreichen. Aber nehmt sicherheitshalber mal 1,50 Meter, dann habt ihr auf jeden Fall genug Puffer, nicht dass es zu kurz am Ende wird. Arbeitet ihr mit mehreren Farben und möchtet diese Leiste, die hier immer quer rüber geht, in einer anderen Farbe haben, dann müsst ihr das auch am Anfang ein bisschen beachten, mit welcher Farbe ihr anfangt. Denn das ist eigentlich das Wichtigste an dem ganzen Armband. Ja, und nun können wir auch schon anfangen. Die helle Farbe, die ich hier als Leiste haben möchte, die lege ich oben hin. Die anderen zwei halte ich unten. Als erstes lege ich mir hier eine Schlaufe, um diese zwei anderen Bänder rum. Die Schlaufe muss ich so groß lassen, dass ich am Ende noch meinen Knoten, den wir am Ende noch als Verschluss machen, noch durchbringen. Also da etwa so fingergroß etwa das Loch lassen. Dann lege ich dieses Seil und dieses Seil unten durch, dass das Ganze am Ende dann so aussieht. Und jetzt kann ich eigentlich auch schon anfangen. Jetzt geht es eigentlich nur noch drunter und drüber, beziehungsweise drüber und drunter. Ich fange mit der hellen Seite hier an, mit dem obersten, und lege mir das über diese zwei Bändchen auf die andere Seite. Dann habe ich hier vier liegen. Jetzt nehme ich das, nicht das, was ich gerade drunter gelegt habe, sondern das andere, und lege es unter die zwei über das hier und ziehe es mir ein bisschen fest. Und so mache ich das ganze Band eigentlich von oben nach unten. Ihr müsst immer daran denken, das ist eigentlich ein Seil, also denkt hier nicht an zwei Seile, sondern das ist ein Seil und das ist ein Seil, also ihr habt eigentlich quasi nur vier Bänder in der Hand. Und jetzt geht es wieder drüber. Und die zwei drunter und wieder ein bisschen festziehen. Also wieder drüber und das hier drunter und drüber und drunter. Das ist eigentlich Flechten, also das hat nichts mit Knoten oder Knüpfen zu tun. Das ist rein geflochten, also ist kein Hexenwerk. So, ich mache noch mal ein paar drauf und zeige es euch dann auch noch mal in einer anderen Perspektive und ein bisschen langsamer. Wenn wir das Ganze umdrehen, ich ziehe das immer relativ fest, aber wenn wir es umdrehen, haben wir hier eben dieses Muster. Das ist so ein bisschen gebogener, ich finde es schöner, man kann das auch ein bisschen lockerer flechten, dann hat es die gleiche Oberfläche auf der Seite wie hier quasi. Aber mir gefällt es so schöner, wenn es so richtig massiv fest ist. Ja, ich zeige euch das noch mal ganz kurz in der langsamen Variante und ein bisschen eine nähere Einstellung. So, dann das Ganze noch einmal in langsam und in der Naheinstellung. Mit dem hellen Band beginnen wir, das legen wir oben hin und legen uns hier eine Schlaufe um diese anderen zwei Bänder rum. Wie gesagt, Schlaufe so groß lassen, dass hinterher der Knopfknoten noch durchpasst. Die anderen zwei legen wir einmal hier unten rum und das über dieses, also das legen wir hinter das helle, das legen wir über das helle, aber hinter die anderen zwei. Also so. Und ziehen uns das schön fest.
dann sieht das Ganze so aus. Jetzt fangen wir an, nehmen das helle Seil, legen es über diese zwei farbigen. Dann haben wir hier vier Seile liegen. Jetzt nehmen wir das obere, legen es unter die zwei farbigen, über das helle drüber und ziehen es auch wieder fest. Jetzt habe ich hier drüben zwei Seile oben, also die zwei dunklen oben, das helle unten. Aber ich mache es genauso wie mit dem hellen zuvor. Ich lege das hier über das drüber und auch hier diese zwei über das helle, also hinter das helle und über die farbigen drüber. Und so mache ich das, bis ich unten angekommen bin bei der Länge von meinem Armband, wie ich es haben möchte. Also drüber und hier drunter und drüber. Wieder drüber, drunter und drüber. Nochmal langsam. Hier drüber und das obere drunter und drüber. Und wieder drüber, drunter und drüber. Ja, ich mache das mal eben fertig, dass es für mein Handgelenk passt. Seid ihr dann soweit fertig, dass das Armband von der Länge her für euer Handgelenk ausreicht, dann hört an der Stelle auf, wo diese beiden hellen Bänder wieder oben sind. Jetzt macht ihr hier einen Cobra Stitch drauf. Ihr legt hier einfach eine Schlaufe vorne rum, führt das Band von der anderen Seite einmal hinten durch und zieht das Ganze hier fest. Es gibt natürlich bestimmt auch andere Möglichkeiten, das zu befestigen, aber das hier ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Schön festziehen. Und dann könntet ihr auch nochmal einen Knoten draufsetzen, damit das hier auch schön hält. Das dann von der anderen Seite die Schlaufe machen und das hier hinten durch. So. Dann sieht das Ganze so aus. Auf der Seite ist diese Knotung, sage ich mal, nicht so schön, weil ich immer recht straff flechte. Und auf der anderen Seite sieht es aber dafür so aus und hat auch einen schönen, so einen gebogenen Charakter auf der Oberfläche. Wenn ihr das hier anschaut, das ist so ein bisschen abgerundet. Gefällt mir so eigentlich ganz gut. So, nachdem wir so weit gekommen sind, sieht das Ganze so aus, wie gerade eben schon gezeigt. Und jetzt brauchen wir den zweiten Bushcast, wo wir den Diamantknoten, ich werde es unten in die Description nochmal mit reinmachen, das Video mit dem Diamantknoten, denn den brauchen wir am Ende. Und wie wir das jetzt genau befestigen, das zeige ich euch. Dann müssen wir eigentlich nur noch den Rest machen. Das ist eigentlich nicht viel. Dazu brauchen wir den Diamantknoten, den wir auch in dem vorherigen Bushcast drangenommen haben, um da einen sauberen Abschluss zu machen. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch mit solchen Clips machen, sieht dann aber allerdings nicht so schick aus. Als erstes, ihr habt hier diesen Cobra Stitch drüber gemacht und an der Stelle schneiden wir das Band ab und verkugeln diese Enden. So. Und drücken die so ein bisschen dahin. Das gleiche auf der anderen Seite. Und auch hier das Ganze ein bisschen anschmoren. Na, Feuerzeug mag nicht mehr. So. Und auch hier das ein bisschen platt drücken, dass das hier nicht mehr aufgehen kann. Jetzt brauchen wir von diesen Seilen zwei Stück. Das ist eigentlich völlig egal, welche ihr da nehmt. Ich werde jetzt hier die zwei grauen nehmen unten als Abschlussknoten
Und die zwei oben, also die zwei äußeren, die grünen hier in dem Fall, die schneide ich ebenfalls ganz knapp am Armband ab. Und auch die werde ich ein bisschen ansenken und verkleben. So. Und auch auf der Seite, wie gesagt, das grüne Band weg. Und auch fest andrücken. So. So sieht dann das Ende aus. Und jetzt sieht das ganze Armband nur noch so aus. Ihr könntet jetzt klar auch hier irgendwie rumknoten, aber das ist auf Dauer ein bisschen nervig. Deswegen machen wir hier unten, wie erwähnt, einen schönen Diamantknoten noch mit drauf. Den seht ihr im Video. Ich mache ihn jetzt einfach mal, aber eine genaue Beschreibung vom Diamantknoten findet ihr im Bushcast. Da könnt ihr nochmal nachschauen, wie der genau geht. Ich mache es jetzt in der schnellen Version. Die langsame könnt ihr euch dann in dem entsprechenden Bushcast nochmal genauer anschauen. So, haben wir den Diamantknoten hingemacht, dann schneiden wir noch hier unten die zwei Seile ab und auch die verkleben wir ein bisschen, dass sie nicht mehr aufgehen können. Bei mir sieht das Ganze jetzt so aus und fertig ist auch schon unser Armband. Dann kann man hier, wie gesagt, den Knoten durch diese Öffnung durchmachen und das Armband passt. Jetzt ist es bei mir ein bisschen zu lang geworden. Wie gesagt, habe ich vielleicht ein, zwei Dinger zu viel drauf gemacht, aber das muss jeder eben dann an seinem Handgelenk nochmal in Ruhe machen. Ja, lieber Miro, ich hoffe, es hat dir gefallen und den anderen hoffe ich natürlich, hat es ebenso gefallen. Ja, so ein schönes Armband ist eigentlich ratzfatz gemacht. Das ist beim Erklären immer ein bisschen komplizierter, wie wenn man es eben am Stück einfach so ohne Kamera macht. Die Abschnitte übrigens von eurem Paracord hebt ihr immer gut auf, denn ja, damit kann man immer ganz gut Sachen befestigen, wenn man mal unterwegs ist, zum Beispiel ein Tarp abspannen und so. Da hebe ich mir diese kleinen Abschnitte immer gerne auf. Habe ich einen ganzen Beutel voll und ja, nicht, dass ihr das einfach wegwerft. Viel Spaß bei diesem Bushcast, beim Nachmachen auf jeden Fall und ja, schaltet wieder rein beim nächsten Bushcast hier auf Survival Franken.